So, hallo, wir machen weiter. Bei Binding of Isaac Repentance. Wir versuchen uns immer noch an dieser verfluchten Challenge. Und ich... Ah, okay, XXL. Und ich will einfach nicht aufgeben. Es ist... Ich investiere jetzt bestimmt schon wieder mehr als eine Stunde in diesen ganzen Quatsch. Wenn dabei Parts rauskommen, die keiner gucken will, ist blöd. Habe ich letztes Mal schon gesagt, ne? Habe ich letztes Mal schon gesagt? Keine Ahnung. Aber ich bin einfach... Es reizt mich so böse, diese verfluchte Challenge zu schaffen. Es reizt mich so böse. Es reizt mich vor allem rauszufinden... Health down. Nee. 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 Also das... Das sehe ich nicht. Was für ein beschissener Anfang. Ja, komm. Bomben können uns ziemlich viel nützen, wenn wir mit 5 Bomben starten. Oft heißt es ja dann, jetzt, wenn ich jetzt Bomben hätte, könnte ich das und das, ne? Jetzt gucken wir... Oh, das war, den habe ich nicht gesehen. Jetzt gucken wir mal, vielleicht... Vielleicht nützt es mir in irgendeiner Art und Weise was, dass wir Bomben haben. Was ist das für ein Holzrad? Ich hab doch auch schon 3000 Mal gesehen. Ist doch bestimmt so ein Rebirth-Item. Naja, fast. Es ist ein Afterbirth-Item. Wooden Nickel. When used, has a 50% chance to drop one random type of coin. Ah, okay. Ach, es ist ein Active Eye. Ah, I see. Okay. Okay. Nichts, was ich brauchen würde. Was waren die anderen Laser-Reihen? Jetzt liegen hier Bomben rum. Und ich meine, ich opfere Bomben und Bomben zu bekommen. Also es könnte halt sein, dass in den Töpfen was drin ist. Aber nö, aber ich habe auch nichts verloren dadurch. Ne? Ich habe halt geguckt, ob in den Töpfen was drin ist. In den Töpfen kann halt Geld sein. So, das ist das Ding. Mehr nicht. Boss gefunden. Das war dumm. Aber es geht jetzt eh noch um nichts. Also, keine Ahnung. Egal. Okay. Ich glaube, das Ding heilt mich, ne? Macht es jetzt mal noch nicht kaputt. Und hier kriege ich einfach automatisch ein HP ab. Nehme ich gleich mit. Dann machen wir kurz den Boss. Jetzt kann eh noch kein Satanraum kommen, weil wir sind ja in keiner XL-Ebene. Muss man kurz dazu sagen, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, was macht der denn für einen Blödsinn? Es kann kein Satan-Deal kommen. Also wir kriegen ordentlich Damage in der nächsten Runde. Das ist gut. Das ist an sich sogar sehr gut. Und wir können jetzt böse opfern gehen. Wir können jetzt richtig böse opfern gehen. Weil wir ja unsere Energie zurückbekommen an dem Regenbogen-Kackhaufen. Also kann ich jetzt bis zu einem Herz runter opfern. You feel blessed. Hab noch nicht verstanden, was das bedeutet, aber ich fühle mich jetzt gesegnet. So, aber nochmal, gehen wir jetzt nicht opfern. So. wär der nicht da gewesen, hätte ich nicht so viel opfern können. Aber ich weiß nicht, was You feel blessed heißt. So, leider weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Ist auch egal. Ich sterbe jetzt eh direkt in der nächsten Ebene wieder.
Und dann ist alles umsonst. Dann ist einfach alles umsonst. Moment, wo bin ich denn reingelaufen? Ach, das ist wieder so ein Challenge-Raum, ne? Was haben wir hier? Ab, hier, ab. Nice. Nicht so nice. Ich bin mal so frei. Gehe ich auf Nummer sicher. Jetzt kommst du auch noch, alles klar. Wenn das jetzt kein HP abgewesen wäre, sondern irgendein sonstiges Item und ich wäre hier mit... Hilfe! Und ich wäre hier mit einer verfluchten... Oh lol. Und ich wäre hier mit einem verfluchten halben Herz reingerannt, ne? Panic Button push in case of emergency. Was bist du denn? Und wie push ich dich? Was bist du denn? Und wo bist du denn überhaupt? Bist du ein neues Trinket? Ich seh's wieder nicht. Keine Ahnung. Ich suche jetzt aber auch nicht die Trinkets hier durch. Wir nehmen das mit. So, wir haben einen Itemraum gefunden. Das ist interessant. Wir können den Dude hier sprengen, weil den Schlüssel behalten wir. Ich habe den anderen Pilz nicht erwischt. Ach, leck mich noch. Dann halt nicht. So. Okay. Oh. Bin ich doch mal so frei und hol mir... Moment, ich kann doch so sprengen, dass ich beide kriege, ne? Wahrscheinlich spreng ich jetzt so, dass ich keinen kriege. Mit ein bisschen Pech. Ah! Ich bin's, Tim. Oh, hi. Na du? Okay. Poison, Touch und Speed Up. Das war die Spritze, ne? Das war einfach eine Spritze. Ich glaube, es war die grüne Spritze. War das die, oder die rote? Nee. Ich glaube, es war die grüne Spritze. Ich bin mir nicht sicher. Ist ja auch egal. Vielleicht war es auch gar keine Spritze. Es war jedenfalls Poison, Touch und Speed Up. Insofern ist die Sache klar. Nice. Nice. Ich werde auf jeden Fall das Item holen. Keine Ahnung, was es ist. Es wird mir schon nicht den Run versauen. Den versaue ich mir sowieso am liebsten selber. Treasure Map. Ja, nice. Die gönnen wir uns doch. Nicht die Batterie kaufen. Dankeschön. Kaufen wir noch einen Schlüssel? Ja. Shop komplett ausgekauft. Also im Sinne von, ich habe sämtliches Geld ausgegeben, was ich hatte. Oh, das war ja nicht so cool jetzt. Aber was soll's. So. Ja gut, der Weg zum Boss ist jetzt offensichtlich erkennbar. Jo, alles klar. Alles klar. Okay, mehr Geld. Aber ich habe eh nichts mehr zum Kaufen im Shop. Da war noch irgendeine komische Karte. Keine Ahnung, was die macht. Sah ja aus wie ein Trinket. Damit nicht für mich interessant. Oh, die gehen hier rum. Okay. Okay. Kein komischer Stein. Passt. Und da ist mein Bosskampf. Eine Möglichkeit für diesen Geheimraum. Schade. Der andere Geheimraum, unschlüssig. Sehr unschlüssig.
Erstmal Boss bekämpfen. Wieso hat jetzt der Engelraum eigentlich... Ich habe doch den Satan-Deal gerade sein lassen. Ah, nee, wir sind... Wir sind doch schon wieder im nächsten One. Ich bin ja gestorben. Da war ja was. Das ist ja gar nicht der One, wo ich den Pakt habe liegen lassen. Das ist jetzt ja die erste Ebene mit Chance auf Satan-Deal. So ist es ja. Tier Size plus Range Up. Nice. So, einmal kurz Stachelraum gehen. Wenn ich beim Rücklaufen da oben in die Stacheln reinrenne, schrei ich ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Nicht ganz so laut, wie ihr denkt. Liegt hier noch ein Herz rum eigentlich? Liegt hier noch ein Herz rum? Nein, da liegt nirgendwo. Ich habe eigentlich gar nicht... Naja, komm, wir gehen trotzdem rein. Yo! Wehe, die teleportieren mich raus. Okay. Ach so! Drei Herzen opfern. I'm in. Gib mir Flügel oder sowas. Bother Bobby und... Piercing Shots plus Damage. Ja, alles klar. Count me in. Count me in. Schauen wir mal, was wir draus machen. Okay, einen Raum probiere ich noch. Na, das hat sich doch schon gelohnt. Ich meine, jetzt habe ich halt wieder die Chance, gute Räume zu machen. Mit diesen Piercing... Ich hab's schon mal verkackt mit den Piercing-Shots. Ich weiß, ich hab's schon mal verkackt. Ne? Es ist mir bewusst. Es ist mir komplett bewusst, dass ich's schon mal verkackt habe. Aber die Wahrscheinlichkeit, es damit zu verkacken, ist halt echt geringer. Klar kann ich immer noch getroffen werden. Vor allem, wenn die Dinge, wenn die Gegner explodieren und in mich reinrattern. Klar kann ich immer noch getroffen werden. Will ich überhaupt nicht bezweifeln. Aber es sind schon... nicht so schlechte Voraussetzungen. Die explodieren halt, das ist das Problem, ne? Die explodieren. Oh yes. So, eineinhalb Herzen. Ich muss jetzt gut überlegen, wie viele Herzen ich immer habe, weil es wird mir nicht angezeigt. Eineinhalb Herzen. Was ist das denn? Apple of Sodom, it feels empty. Ich gucke nach. Das ist sicherlich ein neues Trinket, ist es mir egal. Ich gucke das jetzt nach. Das sollte ich finden. Das ist so offensichtlich zu erkennen. Ja, da ist es. Das ist... genau. Picking up wet hearts has a high chance to spawn 1 bis 4 blue attack spiders. Instead of giving you health back. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee, ist ein cooles Ding, wenn man so, ne, wenn man so volle Energie hat und man ständig Spiders bekommt. Ist ein cooles Ding, aber für die Challenge hier sehr suboptimal, sag ich mal. Oh, da hätte ich gar nicht reingemusst. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Die haben das Fass verschoben. Das war so ein Fass, was man verschieben kann. Das war so ein Fass, was man verschieben kann. Spätestens jetzt hätte ich es vielleicht registriert. Aber nur ganz vielleicht. Ja, aber solche Räume sind halt trotzdem noch immer gefährlich. Also... ich könnte halt hier trotzdem locker getroffen werden. Also das ist das Problem. Ich bin noch lange nicht safe. Der One ist noch lange nicht safe. Der One ist jetzt gut. Keine Frage. Der One ist jetzt verdammt gut. Und ich liebe diese Dinger. Ich liebe diese Dinger. Abgöttisch. Aber es ist noch lange nichts hier in trockenen Tüchern.
Ich habe immer noch nur 1,5 Herzen. Jetzt habe ich, glaube ich, nur noch ein halbes. Weil der mir, glaube ich, ein ganzes Herz abzieht. Hilfe? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, der hat mir ein ganzes abgezogen. Ist egal, weil jetzt habe ich auf jeden Fall wieder Herzen. Sheesh. Schade, ich wollte die noch dahin porten. Importen, das sage ich schon. Hierophant können wir gleich einsetzen. Ja, aber das war jetzt wieder... der Treffer hier war ungünstig. Ich glaube nämlich, der zieht mein ganzes Herz ab. Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe jetzt entweder 1,5. Das ist auch wieder... Das sind auch... Ne, ich könnte hier so leicht getroffen werden mit einem halben Herz. Es ist noch überhaupt nicht safe. Und es wird auch nicht safe sein. Es wird nie safe sein. Weil mit einem halben Herz bist du nie safe. Das halbe Herz reicht halt überhaupt nicht aus, um irgendwas safe zu machen. Cool. Ihr könnt gerne mal da oben den... Ja, genau, dankeschön. Finde ich gut, dass ihr so kooperiert. Okay. Nützen mir alle nüsch. So, Boss. Aua! Acht auf deine... Ich glaube, die ziehen mir auch ein ganzes Herz ab, ne? Ich muss jetzt böse auf die Energie achten. Mach dich weg, Kollege. Damage und Range ab. Okay. So. Ich glaube, ich sollte es lassen. Also ich bin gerade ganz ehrlich. Ich glaube, ich sollte es lassen, weiterzugehen. Ich kann noch den Geheimraum gucken. Der könnte zum Beispiel hier sein. Ah, nee, hätte er nicht sein können, weil da ein kleiner Raum daneben ist. Die kann aber auch nicht sein. Nee. Zu viele Möglichkeiten. Ne, wir gehen. Ich hab dann in der nächsten Ebene nicht so viel Damage, aber das Ding ist, ich weiß gerade nicht, wie viele Herzen ich habe. Und ich riskiere es jetzt nicht, hier rumzurennen mit vielleicht einem halben Herz und weiß es nicht. Wir gehen. Wir verlassen diese Insel. Ich hatte noch 2 Herzen. Okay. Okay. Gut. So, jetzt kommt sie da drauf an. Jetzt Energie behalten. Und Energie bekommen. Der Typ da unten ist böse gefährlich. Die anderen sollten okay sein. Aber der Typ da unten kann mir zum Glück nichts. Ja, was kann schon Schlechtes passieren? So. Trotzdem leider kein Herz bekommen. Wir müssen mehr als diesen Raum schaffen. Okay. Die haben eine böse Reichweite. Das hätte schief gehen können. Hagalas macht Steine kaputt. Kann ich mitnehmen. Nützt mir aber im Moment nichts. Bin immer noch mit 1,5 Herz unterwegs. Schlechter Raum. Geh kaputt. Nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir, nicht zu mir. Nicht die Spinnen. Weg, mit, weg, 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 weg. Gib mir das Herz. Erleichterung macht sich breit. Leichte Erleichterung macht sich breit. Nicht so gut. Erleichterung ist wieder etwas geringer. Das ist nicht, was ich wollte. Du kannst dich gleich mal wieder verpissen. Komm, mach mal so. Jetzt hier kein... Mach hier keine Spielchen jetzt mit dir, mein Freund. Wow, wow, wow. Der war knapp. Der Treffer war richtig knapp.
Immerhin noch mal ein halbes Herz wieder. Okay, wir haben wieder 1,5. Mit 1,5 fühle ich mich wieder einen Ticken sicherer. Aber nur einen Ticken. Alter! Was ich da gerade für einen Tanz aufgeführt habe, wenn ich das mit einem halben Herz gemacht hätte, ich wäre sowas von getroffen worden. Oh! Okay. Okay. Bossraum. Bisschen aufpassen. Dann geht es hier eigentlich fit. Dann ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass hier der Geheimraum ist. Mit Herzen. Das ist nicht das Herz, was ich gesucht habe. Jetzt ist die Frage, 1,5 Herzen Bosskampf? Oder gucken, ob man noch mehr Herzen bekommt für den Bosskampf? Und im Zweifelsfall verliert man dann noch mehr Herzen. Ah, das ist jetzt wieder kritisch. Okay. Das sind wieder so kritische Entscheidungen, ne? Das Ding ist halt, 1,5 Herzen fühlt sich nicht so safe an. Aber ich könnte halt jetzt noch mehr verlieren. Pille? Full health? Speed down. Es war ein Versuch. Es war ein Versuch. So, wo waren wir denn noch nicht? Oha. Ich glaube, das ist auch ein Raum, in den ich als erstes hätte gehen können, ne? Yo! Alter, mit einem halben Herz hier drin hätte ich auch nicht sein wollen. Selbst mit diesen Dingern hier nicht. Nichts. Hier irgendein spannender Stein. Oh, warte. Das war ein Raum. Der hätte mich jetzt wegzünden können, aber er hat mir stattdessen Herzen gegeben. Sehr gut. Okay, der Raum sollte auch passen, ohne getroffen zu werden. Frage ich jetzt noch. Und werde gleich getroffen, keine Ahnung. Nee, jetzt werde ich nicht mehr getroffen. Jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt ist alles gut. Okay. Bombe. Oh, okay. Interessant. Oh, hier, Dings, Arcade. Da geht man doch hier mal. Aber lädt der immer nur auf? Ich teste jetzt nochmal. Kann der echt nur aufladen? Okay, der ist wirklich nur zum Aufladen da. Dann kann der mich mal kreuzmeißen. Gib mir Herzen. Stabil. Mehr Herzen. Ja. Mehr Herzen. Mehr Herzen. Ach so, ich kann gar nicht mehr Herzen tragen, ne? Oh, mein halbes könnte ich noch tragen. Aber das war's ja dann ist ja schon voll. Sehe ich jetzt erst. Ja gut, dann lassen wir das erstmal. Dann machen wir noch diesen Raum hier kurz clear. Und dann... haben wir alle Räume gesehen. Nee, den hier noch nicht. Okay, ja, dann können wir wirklich zum Boss. Dann gibt es auch keinen Stachelraum, oder? Oder habe ich ihn übersehen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe einen Stachelraum. Vielleicht habe ich ihn übersehen. Ist auch egal. Ich habe jetzt keine registriert. Ich habe keine Tür registriert, die wie ein Stachelraum aussah. Ist jetzt auch egal. Ich darf das Ding hier am Ende nicht vergessen.
Ich reiß mir den Hintern auf, wenn ich das wieder vergesse. Bin ganz ehrlich, ich reiß mir komplett den Hintern auf, wenn ich das Ding wieder vergesse jetzt, ne? Aber der ist, das ist ein ganz cooler Boss eigentlich. Der hat interessante Ideen. Damage und Range up. Nee. Normalerweise ja. Normalerweise instant mitnehmen. Aber natürlich jetzt in dem Fall nicht. Der frisst mir meine roten Herzen und macht blaue draus. Das ist leider nicht, was ich will. Es tut mir leid. Ich muss dich leider hier lassen, Bumfriend. Ich muss dich leider hier lassen. Es tut mir wahnsinnig leid. Bist du der Bumfriend? Ich weiß nicht. Heißt der so? Ich würde ihn natürlich sofort mitnehmen. Aber... Dark Bump. Ne, nicht Bumfriend. Oh Gott, ich... similar to Bumfriend. Ja, ja, ist okay. Sammelt jedenfalls rote Herzen. Ich würde ihn sofort mitnehmen. Sofort. Aber nein, in dem Fall ist es leider nicht drin. Tut mir leid. So. Jetzt dies. Dann dies. Okay, ich hätte es einsammeln können, ohne dass was passiert. Und dann wird es wieder spannend. Ich hasse es. Ich hasse die Momente, wenn es spannend wird. Und zwar so spannend, dass es halt alles beenden kann. Es kann alles... Okay, ich würde... Soll ich in den großen Raum gehen? Soll ich in den Gang gehen? Oder soll ich in den kleinen Raum gehen? Scheiße. Im großen Raum könnte ich halt eventuell Glück haben und gut ausweichen können. Aber es könnte im großen Raum auch... Es ist alles... Es ist immer Glück. Es ist immer Glück. Okay. Optimaler Raum. Viel zu optimal, dieser Raum. Wir kriegen gleich Energie. Oh mein Gott, wir kriegen gleich Energie. Komm her. Na komm. Na komm. Na komm. Denk nicht, dass ich zu dir komme. Oh, ich wollte gerade sagen, wie weit muss ich den eigentlich... Hä, hat's jetzt die Räume? Wieso ist jetzt... Hä? Mir wurde letztens in die... Auch das hat, glaube ich, Aggressor geschrieben. Der hat geschrieben, wenn man einen Raum eine Zeit lang nicht löst, gehen die Türen automatisch auf. Ich glaube, das war der Zeitraum. Ich habe zu lange gebraucht. Dann sagt das Spiel so, bist du doof? Okay, der eine wird mir jetzt nicht hier gefährlich noch werden. So, soll ich mir ganz schnell mein halbes Herz... Und dann spreng ich euch jetzt noch. Schade. Jetzt habe ich nicht gesehen, dass du da rausgekommen bist, mein Freund. Mach dich mal weg. Halbe Herz ist nützlich, aber nicht so nützlich, wie es eigentlich wäre. Karte. Death. Ja gut, ist besser als Hagalas, ne? Noch ein Herz, komm, noch ein Herz. Ich bin halt noch nicht hundertprozentig sicher, weil es halt noch Gegner gibt, die mich ja komplett wegzünden können. Ihr wisst Bescheid. Okay, Geheimraum? Nein. Okay, der Raum sollte auch passen. Also der Raum darf eigentlich nicht schief gehen. Also wirklich nicht. Also überhaupt nicht. Also auf gar keinen Fall. Gott. Sehr schön. Und jetzt hat er die Kacke da wieder aufgemacht. Muss ich den auch noch besiegen. Weg mit dir. Yes! Da ist mein zweites halbes Herz.
Ja, okay. Hätte ich hier hingeguckt, hätte ich gesehen, dass es hier... Wobei, ich glaube doch, aus so einem Gang gibt es, glaube ich, auch einen Geheimgang. Ist egal. Shop! Shop, 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 shop. Dies... Was ist dieser Stift? Was ist dieser Stift? Den habe ich auch schon zigmal gesehen. Das ist, glaube ich, ein Dings-Item, ein Afterbirth-Item. Ja. Shortcutter allows you to create one brown tunnel and one blue tunnel in the floor that can be used to teleport between wherever you place. Ach, das ist praktisch die Portal Gun. Nützlich für Challenge-Räume. Ja, ich verstehe den Gedanken. Ist aber ein Active-Item. Und somit nichts für mich. Bin ich denn bescheuert? Das war ein so böse, unnötiger Hit. Ach, jetzt schießt er wieder auf mich. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich dem... denke wieder, der will mich beschießen. Okay, Boss. Bossfight mit 1,5 Herzen. Bin skeptisch. Ich bin sehr skeptisch. Ich würde gerne erstmal Energie nochmal holen. Mit 1,5 Herzen möchte ich nicht zum Boss gehen. Ah, das war jetzt ja richtig dumm. Gott, dass ich dann das Feuer reingerannt bin. Alter! Ey, wenn ich das mit einem halben Herz irgendwann mache. Bitte deabonniert mich. Oha, der kann Dinge tun. Wie zum Beispiel sowas hier. Und sowas. Und das war's. Aber leider nicht der gewünschte Bonus. Hier könnte der Geheimraum sein. Dann halt nicht mehr. Okay, kleiner Gang. Auch das hier wäre eigentlich ein schöner... Das wäre ein schöner Raum gewesen für Anfang, aber leider bekomme ich nichts. Ah, hier ist der Stachelraum. Schon mal gut zu wissen. Curse of the Maze hat sich bisher auch überhaupt nicht gezeigt, ne? Man soll mir recht sein. Ach, ich hasse das, wenn die in der Mitte... Ach, das darf doch nicht wahr. Da bekommst du schon... Da bekommst du schon die Herzdrops. Und dann sind die einfach im Nirvana. The Hanged Man. Instant. Da warte ich überhaupt nicht. Da warte ich überhaupt nicht. So, welches Herz, welche Hand bist du? Skeletthand, wenn du länger brauchst, bist du die Skelett. Du bist die Skeletthand. Nein, bist du nicht die Skeletthand. Okay. Er hat aber verhältnismäßig lange gebraucht. Ich dachte, jetzt kommt die Skeletthand. Oh, jetzt habe ich der Hanged Man, aber gut. Kann ich die mit ein bisschen Geschick? Ja. Nochmal. Zumindest öffnen müsste ich sie können. Yes. Yes. Und yes. Und die komme ich auch noch. An die komme ich auch noch ran. Null. Nice. Der war gut. Der war sehr gut. Oh, hier könnte auch noch der Geheimraum sein. Hab ich dich. Okay, ich bin ganz ehrlich, wir haben so viele Bomben. Und die können halt ein recht cooles Item beherbergen. Spreng ich denn jetzt am besten, dass da möglichst viel drauf geht. Leider beherbergen sie das Item nicht, was ich gewollt hatte. Schade. Speeddown wollen wir nicht, kennen wir nicht. Ach, leck mich doch.
die dann halt nicht. Das HP-Down war dumm, weil es wieder mein Damage beeinflusst in der nächsten Ebene. Was soll's. Ging irgendwo Herzen rum eigentlich? Wegen Frage für einen Stachelraum? Nach dem Boss? Hier liegt ein halbes, ne? Ah ja, das nützt mir nichts. Okay, dann geht's nicht in den Stachelraum. Alles gut. Man kann nicht alles haben, nicht wahr? Oh, wir könnten allerdings noch den Geheimraum suchen. Hier kann er ja nicht sein. Hier kann er ja auch nicht sein. Es bleibt eigentlich nur... nee, das probiere ich nicht. Nee. Nee, das probiere ich dann doch nicht. Danke. Oh, nicht du schon wieder. Diesmal vielleicht ohne getroffen werden? Wie wär's? Ich kann dem einfach nicht ausweichen. Ich bin so schlecht. Was lädt sich denn da auf? Consume the enemy. After firing tears for 3 seconds, a red cross appears on Isaac's head. Upon releasing the fire button, creates a black ring. Black ring, which deals a lot of damage. Interesting, dafür muss ich aber in die Nähe rangehen, ne? Das ist gefährlich. Das ist gefährlich, okay. Aber interessante Sache. Falls ich so für einen Bosskampf oder so, kann man es mal versuchen einzusetzen. Aber ansonsten ist es dann eher nichts. So, Problem ist... Ah, wir können auch mal kurz in den Shop gucken. War da noch irgendwas? Nope. Naja, ich könnte sowas wie The Lovers bekommen. Oder Judgment. Wir probieren jetzt mal Folgendes. Gib mir ein HP ab. Gott, yes! Wenn wir das weiter so machen könnten. Also, wir bedenken kurz, das hier wäre der erste Raum gewesen mit einem halben Herz. Er hätte funktioniert. Und ich hätte ein halbes Herz bekommen. Aber es ist kritisch. So, aber jetzt kann ich ein bisschen diesen Ring ausprobieren, nämlich. Also schützt der Ring mich auch vor Schüssen? Nicht, ne? Ich glaube, der macht einfach nur Nee, okay, der macht einfach nur Damage. Okay, alles klar. Aber interessant. Interessant. Hanged Man ist auch cool. Kann man sicherlich mal nutzen. Okay, das lassen wir erstmal. Wir wissen, dass es da ist. Für Zwecke. So, aber damit ist das auf jeden Fall nochmal eine Ebene, in der ich mich umschauen werde. Da ist mein Stachelraum. Wir wissen jetzt ja auch hier, ich darf nicht zum Boss gehen vorher, weil der Boss ist ja Mom. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ich glaube, wäre es wirklich gut gegangen, hier mit einem halben Herz reingehen? Ich glaube, es war echt gut, dass wir den Dings bekommen haben, ne? Ich meine, ich hätte jetzt ein halbes Herz, so, aber insgesamt, huh. Ja, okay. Also mit diesem Ring muss ich aufpassen. Der verleitet doch dazu, dumme Dinge zu tun. Da ist mein Herz wieder. Aber jetzt werden wir auf jeden Fall jeden Raum hier durchgehen. Also jetzt gehen wir auf jeden Fall jeden Raum hier durch, bevor wir zum Boss gehen. Das ist mal ganz klar. Jetzt haben wir schon zwei Kollegen auf unserer Seite. Sehr schön. Okay, wir gehen erstmal den Weg da unten lang.
Weil da kann nicht der Boss kommen. Da kommt irgendein anderer Quatsch. Es ist nice zu kämpfen. Es ist nice zum Kämpfen, wenn man Energie hat. Wenn man Energie hat, dann ist das Ding ultra nice zum Kämpfen. Ne? Wenn man Energie hat, ist das super cool. Aber wenn du sie nicht hast, dann ist das böse gefährlich. Okay, hier kann der Geheimraum schon mal nicht nebendran sein. Gut zu wissen. Wie sieht es hier oben? Da auch nicht. Okay. Dann sind eigentlich schon ganz viele Möglichkeiten ausgeschlossen für den Geheimraum. Es gibt nur noch die Wege da drüben. Dann kann er ja eigentlich nur... Wie sieht es hier unten aus? Ja. Ja. Okay. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ah, das macht schon böse Schaden. Also, das macht schon böse, böse Schaden. So, aber jetzt auf jeden Fall Shop. Jetzt ist auch klar, wo der Shop ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, wo der Shop noch ist. Es gibt nur einen Away for the Shop. Na, und zwar das Einzige, was noch nach unten führt. Das muss der Shop sein. Okay. Wenn der Shop nichts Brauchbares hat, gehen wir in die Arcade, machen aber vorher noch den Weg zu Mom frei. Alter, geh kaputt, bevor mich hier die Dinger am Rand erwischen. Oder. Ist das nicht dieses Zahle Geld für Schaden Ding? Das... Oh, fuck my life. Das ist das Zähle Geld... Aber ich habe nicht so viel Geld jetzt. Aber das wäre natürlich... Ich muss es kurz confirmen. Ey, wo bist du? Ey, wo bist du? Ich kenne dich doch. Ich habe dich doch schon zigtausendmal nachgeguckt. Muss es ganz kurz confirmen, dass es das wirklich ist. Hab's gleich. Ah, hab's. Pay to play. Upon use, consume a coin and deals damage to everything in the room. Ah, das Nonnending wollte ich noch nachgucken. Das Nonnending wollte ich noch nachgucken. Das war auch irgendwas Cooles. When you take damage, this item recharges one room's worth of charge to you. Achso, nee. Nee. Doch nicht. Das war, wenn ich Schaden nehme. Aber das Ding ist halt ein Active Item. Ich verliere dadurch mein Buch. Ne? Ich verliere dadurch mein Buch. Aber ich könnte halt Räume clearen. Ich könnte halt Räume ziemlich schnell clearen. Gott, jetzt bin ich wieder so in diesem Modus. Ich könnte halt Räume ziemlich schnell clearen, solange ich kein Herz habe. Und dann hoffen, dass Herzen droppen. Ist es das wert? Kriege ich noch Münzen hier zusammen? Ja. Ich kriege schon noch einige Münzen zusammen, so ist es nicht. Wir entscheiden uns... Ich nehme jetzt erstmal dieses Herz, weil das Herz ist wichtiger. Aber wir entscheiden uns gleich, wenn wir den Rest gespielt haben. Wir wissen jetzt, was hier... Oha. Da setzt sich Curse of the Maze einmal ein. Oh, shit. Curse of the Maze kann mich direkt zu Mom porten.
Okay, das ist jetzt ja auch kein so stabiler Raum. Aber das ist natürlich ein Ding. Curse of the Maze kann mich, wenn ich Pech habe, direkt zum Marm porten. Ich sollte nicht zu lange überlegen, was ich vorhabe. Okay, dann eben keinen Geheimraum mehr. Gebe ich mein Buch auf und hoffe damit, die Räume zu klären recht schnell. Ich hab ja blaue Herzen, ganz viele. Yes, we do it. Das müsste sich doch, wenn ich keine Münzen mehr habe, müsste sich das doch mit blauen Herzen dann auslösen. Sehe ich doch richtig, oder? Und ich hoffe, ich schaff's jetzt noch, bis zur Arcade zu kommen. Dort die ganze Kacke zu sprengen. In der Hoffnung, dass es mir hier Münzen gibt. Ich frage mich, ob es das Knochenherz auch abzieht, wenn wir Dings haben. Ich habe jetzt verstanden, was das Knochenherz macht übrigens. Ich bin nicht ganz so doof. Jeden Fall cool. Ah, jetzt muss ich erstmal füllen, das Knochenherz. Never mind, Knochenherz ist gefüllt. Und solange das nämlich da ist, das Knochenherz, kann ich es wieder auffüllen. Das ist eine coole Sache. Ich habe jetzt verstanden, was das Knochenherz ist. Bitte seid stolz auf mich. So, jetzt können wir Folgendes noch tun. Wir setzen jetzt hier den Hanged Man ein, kommen noch Münzen und können einmal gratis hier reingehen. Und wir kommen hier noch. Naja, eine Bombe ins Gesicht gedrückt. Aber eben das Ding ist, das Knochenherz geht ja nicht weg, wenn ich Glück habe. Wenn ich Glück habe und nochmal eine Dingspille finde. Oh, ich weiß nicht, was die macht übrigens. Setze jetzt mal noch nicht ein. Ich nehme sie mal mit. Das ist eine Überraschungspille. Das ist einfach eine Überraschungspille. Mit der lassen wir uns überraschen. So ein Ding ist das. Okay. Ich meine, Mom sollten wir weghauen. Das dürfte nicht das Problem sein. Die rote Mom, okay. Ich hoffe nur, dass mein Knochenherz überlebt. Weil ich wüsste gerne, ob das Knochenherz von dem Effekt unbeschadet ist. Das wäre voll gut zu wissen. Aber dafür muss das Knochenherz überleben. Ich glaube, die rote Mom kann keine Gegner spawnen, kann das? Ganz vergessen, dass ich... Shit! Dass ich ja den hier einsetzen kann. Da ist mein Knochenherz weg. Ich kann es leider nicht mehr testen. Schade. Hätte es sehr gerne getestet. Hätte es sehr gerne getestet. Es war leider nicht vergönnt. So, ist hier noch ein cooler Stein? Nee, nix. Okay. Gut. Ich hoffe, meine Theorie funktioniert. Ich hoffe, meine Theorie funktioniert. Ich brauche jetzt halt... Ne? Ich hoffe, dass ich die Räume jetzt so schnell geklärt bekomme. Hey, guck mal, ich werde jetzt sowas von The Space by Items spammen. Und dann hoffe ich halt, dass das Herzen droppt. Aus irgendeinem Grund irgendwann. Keine Ahnung. Ich kann natürlich auch mal gucken, ob hier gleich ein Geheimraum ist. Ein Geheimraum mit Herzen wäre cool. Ein Schlüsselgeheimraum. Nicht, was ich bestellt habe. Okay, vorsichtig hinlaufen. Oh mein Gott. Aber hier hat die Theorie schon mal funktioniert. Jetzt bin ich ein bisschen sicherer. Ein kleines bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Jetzt hoffe ich natürlich, ne, dass wir die Münzen erstmal nicht mehr einsetzen müssen. Also nicht...
dass ich nicht getroffen werde. Scheiße. Das war nicht, was ich bestellt habe. War überhaupt nicht, was ich bestellt habe. FFF. F in den Chat. Was muss ich denn hier machen? Ich muss auf den scheiß Schalter da unten, ne? Oh mein Gott. Da hätten wir jetzt nichts, kein Dings der Welt hätten wir jetzt was genutzt. Gib mir Herzen. Du bist viel zu gut zu mir, Temperance. Du bist viel zu... Okay, da oben muss ich jetzt nicht rein, da ist eh nichts. Wir gehen hier weiter. Alter, es gibt so viele Möglichkeiten in dieser Challenge. Wir haben halt jetzt echt wieder eine realistische Chance. Mit der Theorie, die ich... Mit der Strategie, die ich habe, haben wir halt echt eine realistische Chance. Ich clear jetzt trotzdem so die Räume. Ich glaube, ich clear trotzdem so die Räume. Einfach, weil es sicherer ist. Wenn ich merke, es wird kritisch, ich habe halt genug Kohle. Das ist das Nächste. Ich habe genug Kohle dafür. Und ich... Was bist du denn? Okay. Ah, den muss ich erst... Ist das so ein... Ah, ich verstehe. Der funktioniert genauso wie die anderen, ne? Der geht irgendwann... Macht es sich auf und dann kann ich draufhauen. Okay, ich verstehe. Okay. Bossfight mit 1,5 Herzen. In der Hoffnung, hier sind noch... in der Hoffnung, hier ist das Ding. In der Hoffnung, hier sind jetzt noch mal Herzen drin. Gib mir Herzen. Alter, ich hab zu viel Glück. Umständen können wir sogar gleich noch den Stachelraum besuchen. Sollte der Boss jetzt gut laufen. Aber wie der Boss jetzt läuft, ist nochmal die andere Sache. Ich kriege ja kein Damage ab, ne? Das ist das Ding. Mein Damage ist jetzt ja nicht das geilste. Aber der Longlegs ist jetzt halt auch nicht der schwerste Gegner. Vor allem nicht mit Piercing Shots. Ganz oh, bob, 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 bob. Nein, ich brauche Herzen für die... Nein! Oh, meine Fresse, ey. Oh, nice. Oh, nice. Noch ein HP ab. Okay. So, wir gehen nicht in den Gehen wir in den Stachelraum? Ich verliere ein ganzes Herz, wenn ich reingehe und rausgehe, ne? Also gehe ich mit 5 Herzen in den... Aber ich verliere eh. Ich gehe eh mit... Ich bin ja dumm. Ich bin ja dumm. Ich gehe ja eh mit einem halben Herz in die nächste Ebene rein. Ich meine, klar, ich bekomme ein bisschen mehr Damage, wenn ich mehr Herzen reinnehme. Aber mit der Wahrscheinlichkeit, dass hier was Cooles drin sein könnte, ist es dann doch, glaube ich, schon sinnvoll, hier einmal nachzugucken. Da war irgendwas noch, was mich weggezündet hat. Vision. Vision ist einfach nur, deckt die Karte auf, ne? Das ist für Sheol. Das nehmen wir für Sheol mit, dann setze ich die Pille jetzt ein. Mal gucken, was es gewesen wäre. Okay. Dann setzen wir hier noch eine Bombe ein. Okay. Ja, durch die Fliegen, die mich da drin jetzt getroffen haben, ist es nicht ganz so geil, was jetzt den Damage für die nächste Ebene angeht, aber es könnte schlechter sein. Sind wir mal ehrlich, es könnte schlechter sein. Und ich krieg nochmal 2 Herzen, sonst hätte ich es nicht gemacht, ne? Ich krieg ja hier nochmal meine 2 Herzen.
Sonst hätte ich das jetzt auch garantiert nicht gemacht. Da könnt ihr von ausgehen. So, okay. Weiter im Programm. So, schön jetzt. Gott, okay. Gibt mehrere Möglichkeiten, aber ich würde nach oben gehen. Ich gehe erstmal in den großen Raum. Und hoffe, dass ich da mich gleich durch Space bahnen kann. Okay, den Raum haben wir weg. Oh, yes! Wir haben einfach zu viel Glück. Oh, yes. Okay, zwei Herzen. Wir kommen, wenn ich jetzt nicht totalen Müll mache, kommen wir hier durch. Ah, nee. Den brauche ich nicht, weil das ist ein Bosskampf. Den muss ich jetzt schaffen. Und zwar ohne Herzen zu verlieren. Da brauche ich jetzt gar nicht ankommen mit Münzengespamme. Das nützt mir nichts. Mach dich weg. Wo geht der hin? Ach, ist er weg? Ach so. Ich dachte, der hat irgendwie so ein... sich einfach geportet. Aber der ist draufgegangen. So, ne? So wie er jetzt gerade gesprungen. Nee, er ist doch gesprungen. Er ist doch gesprungen. Siehst du? Darf nicht getroffen werden. Ich darf auf keinen Fall getroffen werden. Ich verliere ein ganzes Herz, wenn ich getroffen werde. Das kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir nicht leisten. Ich krieg ein halbes Herz. Ich krieg erstmal ein halbes Herz. Okay. Der schnellste Weg zum Boss. Wahrscheinlich jetzt hier gerade durch. Da oben gerade durch. Aber er könnte aber... okay. Wir gehen auf jeden Fall hier durch. Hier gehen wir auf jeden Fall durch. Okay. Der Raum sollte funktionieren ohne... oh, das war kritisch. Das war viel zu kritisch, aber ich muss es riskieren. Ich kann nicht die ganze Zeit meine Münzen einsetzen, wenn ich keine Münzen zurückbekomme. So, wir gehen in den Raum. Okay, das wäre cool, wenn ich über die Stacheln könnte. Kann ich leider nicht. Schade. So, und wir gehen hier hoch, weil ich könnte mir denken, dass der Boss dann da oben... ja! Ah, nee, ist wieder ein Bosskampf, ne? Ja, okay. Aber kein schwerer. Das war's. Wir sprengen hier. Da könnten auch Herzen drin sein. Waren keine Herzen drin. Wir versuchen vorsichtig an die Kisten ranzukommen. Ich würde die gerne noch ein bisschen weiter wegsprengen. Shit, da wollte ich nicht reinlaufen. Oh mein Gott. Zum Glück ist das kein schlimmer Boss. Oh mein Gott, ich will... Alter, das ist einfach... Da laufe ich einfach in die Tür rein. Da laufe ich einfach in die Tür rein. Ich bin ja komplett lost. Vorsicht vor den Stacheln. Ja, schön. Die Münze da gefällt mir nicht. Die riskiere ich nicht. Ich versuche die Truhe noch ein bisschen wegzusprengen. Nein! Es dürfte reichen. Ich glaube, ich löse die Stachel nicht aus, ne? Okay. 3,5 Herzen. Wir könnten natürlich noch gucken. Hier könnte noch was sein. Schade. Okay, den hier probieren wir noch aus. Ich bin dumm! Ich bin dumm! Gott, bin ich dämlich. Problem ist, ich schieb die wieder dahin, ne?
muss die weiter runterschieben. Wartet mal kurz. Ja, genau so. Jetzt weiter nach unten schieben, wenn ich sie öffne. Junge! Das war's komplett. Oh mein Gott, sehr gut. Okay. Jetzt haben wir so viele Münzen. Beste Voraussetzungen für Sheol. Auf geht's. Ist mein... Das ist meiner, ne? Ich dachte gerade, das hat sie jetzt. Ich dachte gerade, die hat so ein Brimstone-Viech, Alter. Das war meins. Wegen Poke-Go wahrscheinlich. Alter, bin ich gerade erschrocken. Aber das war meiner. Würdest du bitte einfach drauf gehen? So, jetzt kommt's drauf an. Nicht, dass mich jetzt hier ein Greed erwartet oder so eine Scheiße. Oh Gott. Wenn da jetzt Herzen drin sind. Leider keine Herzen. Ich glaube aber, ich habe mal gelesen, dass solche Dinge auch... Warte, was macht denn die Kugel? Bevor ich jetzt da einen Scheiß einsammle. Was macht die Kugel? Das ist ein Afterbirth-Item, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil ich kenne es, aber es ist nicht Rebirth. Müsste Afterbirth sein. Was macht die Kugel? Das ist doch Rebirth? Ach doch, tatsächlich Rebirth. Samson's Chains. An iron ball and chain attached to Isaac, similar to Guppy's hairball, that you can fling around to deal 5 damage per tick. The ball will block enemy shots and can also destroy environmental objects such as rocks, mushrooms and skulls. Okay. Sounds kinda good to me. Vor allem, wenn es Dinge abwehren kann. Okay. Glaub nicht, dass es jetzt falsch war. Aber wir müssen natürlich trotzdem schauen, dass wir jetzt hier... Ich hoffe jetzt nicht auf irgendeinen Bosskampf. Wenn ich jetzt einen Bosskampf trigger, hier irgendwo ist Kacke. Ich gehe mal in den großen Raum. So wie dazu. Das ist jetzt kritisch. Leute, das ist jetzt sehr kritisch. Hab ich sie? Ich habe jetzt so viele Münzen. Nee, noch einer? Alter, geh doch drauf. Ein halbes Herz. Alter, ich habe so viele Münzen gerade geopfert für die Scheiße. Oh Gott. Das war nicht, was ich gesucht habe. Oh, fuck my life. Okay. Das ist auch nicht, was ich gesucht habe. Alter, ich hoffe echt enorm. Scheiße, ich hoffe echt enorm, dass meine Theorie funktioniert und der die blauen Herzen auch noch annimmt dann für Dings, ne? Weil sonst habe ich gleich keinen Plan mehr. Gebt mir dieses verfluchte Herz.
Nein! Scheiße. Wenn die Karte jetzt The Lovers ist oder sowas? Wait! Ist das jetzt? Kann ich da jetzt? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da drüber laufen kann, ne? Ich habe jetzt das Stachelding da rein befördert, den Stein. Ich weiß nicht, ob ich da drüber laufen kann. Ich lass das lieber. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich hab nichts mehr zum Sprengen. Ich hab was zum Sprengen, aber das ist böse riskant. Jetzt habe ich gerade meine Bombe hergegeben. Nein! Kann ich den da hochknallen? Ohne selber gesprengt zu werden? Ich werde gesprengt da oben gleich, ne? Ich muss da ran, um das kaputt zu machen. Ich habe gerade meine letzte Bombe hergegeben. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das jetzt hier für eine Scheiße? Fuck, wie viel Pech kann man haben, dass man jetzt so viel gesprengt hat? Alter, ich... Ich könnte das Ding halt da oben reinknallen, aber ich glaube, das sprengt mich mit. Das sprengt mich einfach mit. Ich habe die letzte Bombe gerade gesprengt. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, was mich in dem nächsten großen Raum erwartet. Vermutlich ein Miniboss. Was mache ich jetzt? Soll ich einen anderen Raum spielen und hoffen, dass ich Bomben bekomme? Soll ich versuchen, das zu sprengen und hoffen, dass es... Ich kann es an dem Stein hier testen, ob ich irgendwie die Kugel dahin schleudern kann. Aber offenbar... Ja, ich kann nur so, aber da bin ich direkt dran. Da bin ich direkt dran. Also, die reißt mich weg. Kann ich... Guck mal, so kann ich das versuchen. Ich werde gesprengt. Ich werde gesprengt. Ich werde safe gesprengt. Mal, links und rechts geht es ganz gut so. Aber nach hüben und drüben nicht. Was ist, wenn ich mich hier hinstelle? Dann dürfte ich doch von der Sprengung nicht betroffen sein, oder? Kann ich hier irgendwie so... Guck mal, wie ich die da hochziehen kann. Geht das? Oh, oh, fuck my life. Der letzte Raum vor dem Boss. Es ist so ironisch, dass es die Bombentypen sind, ne? Aber die sollte ich schaffen, ohne jetzt Geld herzugeben.
Es ist so ironisch, dass es die Bombengeist sind. Erst den einen, dann den anderen. So, du bist down. Wenn die mir jetzt tatsächlich noch eine Bombe droppen, könnte ich noch den Geheimraum suchen. Aber das war's dann. Das war's dann wirklich. Mehr kann ich dann nicht mehr tun. Dann muss ich noch Satan überstehen. Das wird sowieso nochmal die andere Geschichte. Das ist ja an sich schon kein einfacher Kampf. Geh weg! So ist gut. Machen Abflug. Bomben. Es hätte sogar funktioniert, wenn ich jetzt die Kugel nicht gehabt hätte. Na, dann hätte ich auch nochmal... Hätte ich auch nochmal Stuff bekommen. So, was haben wir jetzt hier noch? Okay, super. Ich hoffe inständig, dass die blauen Herzen diese Spacebar-Item mit auslösen. Ich habe sonst jetzt gleich böse Probleme. Okay. Jetzt kommt's drauf an. Das ist der Moment der Entscheidung. Das ist der Moment der Entscheidung. Vier Herzen. Piercing Shots. Diesen coolen Kreis um mich rum. Wir sind in der Bloody Mary Challenge. Wir sind am Endboss angekommen. Wenn wir den besiegen, schaffen wir die Challenge. Wenn wir jetzt failen, war alles umsonst. Alles. Okay, es setzt die Dinger nicht ein. Ich kann die Münzen nicht nutzen. Ich bin tot. Ich kann die Münzen nicht nutzen. Die blauen Herzen. Es hätte klappen können. Es hätte wirklich klappen können. Wie kann man nur bei Satan scheitern? Ich hätte mich noch versuchen können, irgendwie so zu stellen, dass die Kugel die abwehrt, aber oh, fuck my life. Was will man tun? Danke fürs Zuschauen und tschüss.